Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jörg und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es wieder ein SBB, Jungs, und zwar Tots. Philippe Andersson ist hier am Start. Ich bin extrem gehypt, ihr auch bestimmt, ja. Und ich erwarte wirklich, Jungs, was krass. Und zwar in einer Stunde hier 1500 Likes, das schaffen wir. Ich weiß ganz genau. Und natürlich habe ich auch meinen Kumpel am Start, ja, der viele, sehr viel Coins hat. Und zwar Tabakko. Was geht ab, mein Freund? Servus, Leute, ich bin der Tabak, freut mich hier zu sein. Wir haben ein paar Rechnungen offen, habe ich gehört. Ich freue mich riesig darauf, auf das Battle. Team of the Season ist da. Beste Zeit im Jahr. Und mal gucken, wie es wird. Also, ich bin gehypt. Tabakko ist gehypt. Tabak, wie viele Likes schaffen wir insgesamt hier? Ja, du hast ja gesagt, 1500 erste Stunde. Lass das erstmal als Ziel ansetzen. Und dann, wenn sie Bock haben, 5000, 3500, sowas in die Richtung. Kommt, Jungs, Alter. Gibt Gas, wir sind extrem gehypt. So, Freunde, das Groß-FIFA 20 ist am Start. Die Team of the Season Packs sind endlich am Start. Dazu hat mein Partner Lootboy es sich wieder nicht nehmen lassen, Jungs. Und hat eine krasse Aktion wieder für euch am Start. Wer von am Samstag 10 Uhr bis zum Sonntag 23,59 Euro ein 10er Foot Premium Bundle kauft, egal ob für 9,99 oder 1000 Diamanten, erhält das Foot Bonus Bundle Loot Pack TOT SSF. Team of the Season so far. Was haben wir da drin? Zum einen garantierte Foot Points 500 bis zu 12.000 FIFA-Points. Außerdem habt ihr die Chance im Bonus-Lootpack auf Lieferantengutscheine, 3 oder 5 Euro und 5 Euro Huawei-Gutschein. Ansonsten wisst ihr Bescheid, Jungs, wie immer gibt es PC-Vollversionen, Diamanten und vieles mehr. Lootboy bietet jetzt die Möglichkeit an, Premium-Packs, in denen V-Bucks, Skins, Food-Points sind völlig kostenlos zu erhalten, indem man Diamanten sammelt. So, Jungs, das Ganze könnt ihr tun, indem ihr auf Diamanten klickt. Dann geht ihr auf Quests, da könnt ihr Quests erledigen. Da gibt es Comics, Jungs, und was ihr machen könnt, Jungs, und zwar kostenlose Spiele runterladen, Jungs, und da könnt ihr sehr viele Diamanten sammeln. So, wenn ihr genügend Diamanten gesammelt habt, Jungs, ja, könnt ihr kostenlos dieses Pack hier aufmachen und vielleicht kriegt ihr wieder Food Points. So, wenn ihr dann hier raufklickt, Jungs, hier wird uns gezeigt, wie wir noch ein paar Diamanten dazu bekommen. So, Jungs, wir öffnen mal jetzt unsere Bundle Pack, wir klicken mal rauf, wir machen das Ganze mal mit Diamanten, ja, jetzt holen und wir können jetzt starten. Also, erstes Pack, let's go. So, wir kriegen auf jeden Fall sehr schöne Sachen, dazu noch 333 Münzen. So, es geht weiter. Numero 2, oh, wir haben eine Wallpaper von viel FIFA. So, Numero 5, boom! Let's go, Alter! 1050 FIFA-Points. Am Ende kriegt ihr die FIFA-Points auf jeden Fall, Jungs. So, Jungs, durch das 10er Bundle-Pack kriegen wir ein Bonus-Bundle-Pack. Und ich habe das auch schon vorhin erklärt. Hier gibt es auf jeden Fall ein garantierte Food-Points. Ich bin gespannt. Wir klicken drauf. Wir öffnen jetzt. Let's go! Und boom! Wir kriegen 3 Euro Lieferando-Gutschein. Und 500 FIFA-Points. Das kriegt ihr auch natürlich. So, Jungs, ihr wisst Bescheid. Bei der Bundle-Pack gibt es noch ein Gold-Rush-Pack. Wir können hier Food-Points kriegen und natürlich auch was sehr Wichtiges, Diamanten. Wir öffnen mal jetzt hier gemeinsam. Boom, come on, Alter. Gib was Geiles. 5 Diamanten. Nehme ich gerne mit. So, Jungs, ich zeige euch mal kurz mein Inventar, ja. Also momentan kostet mein Inventar 806 Euro. Aber ich gönne euch jetzt was. Und zwar 500 FIFA-Points. Bam. Könnt ihr gerne einlösen. Und dazu kriegt ihr noch 1050 FIFA-Points. Könnt ihr auch gerne einlösen. Kuss geht raus. So, Jungs, wir haben auch heute wieder richtig coole Sachen bekommen, ja. Zweimal FIFA-Points. Ja, die habe ich natürlich verlost. Vielleicht schreibt ihr unten in den Kommentaren, was ihr so gekriegt habt. Ansonsten, Jungs, checkt den Link zum Lootboy in der Videobeschreibung aus. Über den Code TOTSSF. Alles natürlich klein geschrieben, Jungs. Denkt euch der Lootboy 5 Diamanten plus 2000 Loot Coins. Wie könnt ihr den Code einlösen? Ihr müsst auf Einstellungen der App gehen, dann auf Code einlösen und dann gebt ihr den Code ein. Und an iOS-User, nutzt die Webseite und vielen Dank an Lootboy und wir machen weiter mit dem Video. Let's go. Ich halte mal heute rein. Komm, ich halte rein. Dann fange ich an mit meinen Spielern vorne im Sturm. Ich habe mich entschieden für eine brasilianische Stürmer. Und das ist nicht nur irgendeiner, das ist Vinicius, der Big Man Junior. Und rechts habe ich dann daneben der Gareth. Der gute alte Bale. Ich habe ihn für 500k gekauft, Jungs. Ich dachte, das wird der Deal des Jahres sein. Ich hoffe es. Ich darf ihn behalten, Bro. Bitte gönn ein bisschen. Ey, du wirst mir nicht glauben, ne? Ich wollte irgendwie... Ich hatte einfach das Gefühl, ich wollte einfach Bale schreiben. Dann dachte ich mir, ach, der wird doch nicht Bale aufschreiben, ne? Ja. Ich habe Butra und rechts Adama Traoré. Du und dein Butra heute, das ist irgendwie so ein Kennel, so... Ja, eine Romanze. Dann Tafel ist drin. Eine, jalla. Ich hoffe, du snipest niemanden heute. Und zwar im Sturm gehen wir mit... Firmino, seine Moments-Karte, seine 89er-Karte und auf der rechten Seite. Ja, es wird ein bisschen teuer, mein Freund. Ich hoffe, du hast ihn nicht aufgeschrieben. Und zwar Player of the Month Messi. Okay, Player of the Month Messi. Ich habe auf meiner Tafel stehen zwei Brasilianer. Und das Gute ist, der eine Brasilianer heißt Lukas. Den habe ich auf dem rechten Flügel aufgeschrieben. Der hätte theoretisch auch als Stürmer kommen können. Deswegen habe ich noch einen Stürmer aufgeschrieben. Und das ist Bobby Firmino. Was willst du mehr? Bronze. Torwart im Sturm. Kennst du das zufällig ungefähr? Ja. So, Jungs, wir machen dann weiter. Drei Spieler, drei ZMs. Let's go. Jungs, ich liebe mein Leben. Ladies and Gentlemen, Riverseco,
Du musst dich jetzt irgendwo anschnallen, weil ich glaube, das könnte eine ganz heftige Abreibung werden mit diesen drei Spielern. Ich glaube, ich treffe alle drei. Okay, mein Freund. Also, dann fangen wir an. Drei ZMs, ja. So, dann auf der rechten Seite, wo der Lionel Messi spielt, ja, dahinter ist der, ja, vielleicht hast du Busquets aufgeschrieben. Ich hoffe zumindest. Ich habe De Jong am Start. Dann habe ich in der Mitte, ja, ist auch eine Totzkarte. Ich bin mir 100% sicher, dass du ihn aufgeschrieben hast. Aber ich will mein Glück einfach mal versuchen. Und zwar, ich habe den guten alten Casemiro am Start. Und auf der rechten Seite, da wollte ich eigentlich Fernandinho. Dann habe ich überlegt, das ist ein bisschen auffällig, mein Freund, ja. Ich habe den 91er Matheus Pereira am Start. Ja, ich habe Busquets auf der Tafel tatsächlich stehen. Ich habe Pep Guardiola. Ich dachte, Icon. Okay. Und ich habe Casemiro. Warum machst du das? Warum machst du so mit mir? Jetzt rein in die Materie. Ich fange mit der Zentrale. Und das ist vielleicht bei mir Pep Guardiola, aber nicht irgendeiner. Leute, heute ist es Zeit. Digga, wo bist du, Pep? Oh, da. Jungs, ich hatte kurz einen Schrecken, dass ich nicht gekauft habe. Lieber Optimus Prime, Pep, rasier einfach Seko von vorne ein bisschen hoffentlich. Dann haben wir als nächstes einen Spanier. Und das ist eine sehr gute Spanier namens Busquets. Bitte mach kein Auge. Links haben wir als letztes den gleichen, den du auch hast, Brasilianer ZM Matheus. Ah, ich freue mich so krass gerade. Jungs, ihr habt keine Ahnung. Es ist so schön, wenn man gegen Tabak spielt und wenn man auch sniped. Ja, und zwar, ich habe natürlich nicht Pep Guardiola aufgeschrieben, aber, ja, genau, Busquets. Und das war noch nicht, ja. Und zwar, wir haben den Matheus Pereira auch aufgeschrieben. Ah nein, du hast nicht zwei aufgeschrieben. Meinst du, was Spaß wird, bitte sagen. Warte, ich halte nochmal rein. MAT.Pereira, Casemiro und Busquets. Bro, das ist gerade wie so ein Stich ins Herz, Mann. Der kostet 330.000 oder so. Und Busquets, so, egal wie viel, 150.000. Aber weißt du was, es interessiert mich nicht, was die kosten. Es interessiert mich einfach nur, dass du jetzt einfach einen scheiß Torwart da mal hinzufügst. Beziehungsweise zwei Bronzespieler. Genau. Ich habe links und rechts hast du gesniped. Wo soll der Bronzespieler hin? Lass mich kurz überlegen, zwei Minuten. Aber wir machen jetzt weiter, Jungs. Die zwei Außenverteidiger erstmal. Wir gehen rüber in die nächste Runde. Ja, ich habe gerade echt, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen gechoked, muss ich sagen. Ich war echt confident, aber voll aus dem Auge gekommen. Auf der rechten Seite, ja, Rechtsabwehr, da haben wir auch wieder einen Tots-Spieler am Start. Aus der zweiten englischen Liga, ist jetzt nicht so besonders, aber... Du meinst diesen Cash, oder? Also, du hast Cash gesagt. Ja, das ist auch tatsächlich Cash. Ich hoffe, du hast auch nicht Cash aufgeschrieben, weil da gibt es noch einen Williams oder so. Und auf der linken Seite, bitte verrate nicht, ich habe Lodi am Start. Ich habe links Gibbs, rechts Hartebeer oder Hartebeer. Darfst du beide behalten? Eine. Lieber Seko, bitte drück du mir jetzt mal die Daumen, okay, weil ich will nicht noch mehr Bros haben. Wir gehen in der Rechtsverteidigung mit Nacho Fernandes. Also der ist wirklich absolut nicht auffällig. Und links haben wir einen Spieler. Er ist ein Engländer. Er heißt Gibbs. Er hat früher, glaube ich, bei Tottenham gespielt. Aber jetzt ist er ein bisschen West Bromwich unterwegs. Alles klar. Also ich habe Semedo und Lodi aufgeschrieben. Kannst du auch behalten. Also Jungs, die letzten drei Spieler machen wir weiter. Let's go. So Jungs, letzte Runde, ja. Schalte jetzt rein. Die drei Spieler habe ich jetzt aufgeschrieben. Das wird jetzt echt nochmal ganz knackig. Pass auf. Okay. Hinten in der Abwehr habe ich wieder einen Tots-Spieler genommen, okay. Irgendwie sieht meine Mannschaft gar nicht geil aus, weil du meine zwei Herz Team of the Seasons rausgehauen hast. Das tut wirklich weh, muss ich immer noch sagen. Aber wir gehen mit Pepe. Und im Tor haben wir dadurch dann eben den guten Spanier namens Iker Casillas und rechts Marcano. Also es ist nicht so spektakulär, aber ich wollte unbedingt Pepe einbauen. Alles klar, ich habe auch zwei Tots-Spieler hier am Start. Und zwar, das ist der einmal der Piqué Ajayi, glaube ich, heißt er. Und Ter Stegen im Tor. Kannst du natürlich die drei Spieler behalten. Dann bin ich mal am Start. Ich bin dran. Du hältst rein. Yes. Und der Tabak hat schon vorhin gesagt, ey Seko, ey, wie hast du das gemacht? Ah, liebst du Icons? Genau, ich liebe Icons. Es ist ein bisschen auch auffällig. Es gibt zwei Spieler, glaube ich, den ich halt nehmen kann. Das ist, glaube ich, Ferdinand und Moore. Und Campbell könnte es auch sein, glaube ich, ne? Ich habe den Ferdi am Start. Dann habe ich auf der linken Seite Juan Jesus. Und im Tor gehe ich mit einem Italiener. Und zwar das ist der Siri Gu. Ich hätte gerade einfach drei Spieler treffen können. Was hast du? Ich hätte gerade drei Spieler treffen können. Du hättest und du hast aber nur ein? Nee. Hätten wir uns in der Mitte zwei? Ja, wenn du willst, können wir uns in der Mitte treffen bei zwei. Ferdinand und Juan Jesus. Bro, ich habe auf meiner Tafel stehen Juan Jesus. Ich habe Ferdi draufstehen wegen Fernandinho. Ferdinand meine ich.
Und ich habe im Tor Lopez von AS Roma. 4 Bronzespieler wieder. Und ich habe auch 2. Das wird ein Bronze-Match hier heute. Also, ich lade jetzt die Tabak ein, Jungs. Es wird wieder kritisch. Ich hoffe, ich gewinne das Spiel irgendwie. Starten. Okay, Jungs. Also, wir starten. Let's go, Junge. Ich sag jetzt 1. Ich werde schwitzen, Digga. Ich habe Angst, gell? Ich schwöre, ich habe richtig Angst. Was mache ich noch? Was machst du? Was macht meine, meine Mauer? Die löst sich Messi. Auf. Messi. Messi! Nein! Oh Gott, Alter. Wir haben so Glück. Was machst du da? Was machst Bitte. Du denn da? Oh, Philippe, Digga. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Oh. Scorpion Kick wollte er machen. Das ist mein Bronzespieler. Wenn der einen Scorpion Kick macht, dann Digga, hat er so Full Team Discard. Okay. Oh, komm, riskieren. Komm. Oh mein Gott! Das ist ein. Oh mein Gott, Junge. Was hat der gemacht da? Komm. Philippe Anderson! Ey, dass ich hier noch im Spiel bin. Der denn Torwart macht Hackenpässe. Wen erzählst du das? Messi. Leo! Messi! Nein, Bruder, Bruder! Nein, es ist so knapp immer! Immer das gleiche mit gegen Tabak! Bitte! Bitte! Es ist unglaublich! Halt's mal! Ich fühle gerade so mit dir, bitte! Ich fühle gerade so mit dir, bitte lass dich aussehen! Jungs, wenn ich jetzt Seko wäre, ich hätte alles geschmissen, was ich habe. Ich will heulen, ey, ich will wirklich heulen. Ich kann nicht mehr. Das ist so unfair, Bruder. Es ist einfach unfair, Mann. Ich krieg den Ball, Dicker. Oh mein Gott. Philipp Andersson, sein erstes Tor. Das war wieder lucky. Ich muss, ey, also jetzt real talk, Jungs. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben. Weil es steht 2-0, aber Seko ist in diesem Spiel 100% besser gewesen. Hilfe, Hilfe! Es geht nicht, Digga. Geht. Ich bin raus, Digga. Ey, Jungs, wir sehen uns im nächsten FIFA-Teil. Digga, jetzt hoch. Wenn du mich jetzt noch hops nimmst. Nein! Ich würde, das war das Tackling. Wahrscheinlich der Tackling. Bruder, der brüllt noch den Ball, ich versteh's einfach nicht. Seko, GG, Mann. Das war ein krasses Spiel, Alter. Höhen und Tiefen, ein aufgiegiges Bergab. Ach du Kacke, wir gehen rüber zum Discard, bist du bereit? Nein. Okay, Jungs, Seko ist soweit. Du hast die gleiche Formation wie ich, gell? 4-3-2-1. 4-3-2-1. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, Digga, warum ich das Spiel wieder verloren habe. Du hast so einen Fluch gegen mich, gell? Ich habe keine Ahnung, Digga. Wenn die das Spiel komplett sehen würden, die würden sagen, ey, Seko, du hast vollkommen recht, du spielst sehr gut. Aber am Ende des Tages verliere ich trotzdem gegen Tabak. Ja, jetzt war es unverdient, muss ich sagen. Aber, Bro, Spielregeln, wir müssen einen müssen wir snipen. Das Ding ist, bei mir auf dem Kanal gab es eine Position, den will ich jetzt nicht nennen, aber die war ziemlich weit hinten. Die werde ich nicht nochmal nehmen. Ich gehe weg von der Verteidigung. Diesmal in den Mittelfeld oder in den Sturm. Mittelfeld, Sturm. Und ich glaube, ich entscheide mich für das Herzstück deines Teams und das ist mittlere ZM, Digga. Gib ihm. Sowas gibt es einfach nicht, Digga. Sowas gibt es einfach nicht, Digga. Was los, Bro? Bockt einfach gerade nicht, ja. Du hast eine Kamera, Digga, irgendwo. Hier bei mir hast du eine Kamera, 100%. Ich mein's ernst, du hast irgendwo eine Kamera bei mir. Was hab ich getroffen? Ja, was hast du getroffen? Warte mal, Bro. Was hast du getroffen? Noch im Team? Ich weiß nur von Philipp Anders und deinem Team. Ferdinand ist weg, weiß nichts mehr. Ehrlich jetzt. Messi. Nein, nicht Messi. Warum immer diese einen Picks bei dir? Ey Bro, was hat er für ein Rating, dein Messi? 96. Warum? Digga, erklär mir mal eins, wie schaffst du das? Ey, ganz, Digga, ich sag dazu nichts, weil, Bro, die Jungs machen mich so fertig in den Kommentaren, Digga. Ich mein's ernst. Ich bin leise, mach du ab, Moderation. Jungs, es tut mir leid an dieser Stelle, ich bin einfach komplett raus. Digga, Jungs, lasst einen Daumen da, supportet Seko, aber es wird jetzt ein bisschen zu viel gerade. So, Jungs, wir labern nicht so viel, ja. Messi ist da. Ihr seht, so, der ist jetzt weg. Ja. Leo Messi. Oh.
Also Jungs, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Ja, ich bin nicht motiviert. Tut mir echt leid. Ja, lasst ein Like da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch gerne mal abonnieren. Bald haben wir auch die 100.000 Abonnenten, ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Checkt nochmal Zabak ab. Ich bin raus. Du hast natürlich die letzten Worte, Snipe King. Jungs, wenn ich eins in der FIFA-Szene kann, dann ist es Spieler snipen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.